Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biget SOI, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Sekarang kembali lagi sama saya, Frau Novindi yang bakal ngajar bahasa Jerman, free learning dari IA. Saya share dulu dokumennya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang di Wohnung. Di Wohnung itu adalah rumah. Jadi nanti kita mau belajar kosakata-kosakata apa aja yang ada di rumah, ruangan-ruangan apa aja yang ada di rumah dalam bahasa Jerman tentunya. Ya, kita mulai. Oke, yang pertama, ruangan-ruangan yang ada di rumah. Yang di atas ini bukan ruangan sih ini. Dah itu artinya atap. Bisa lihat nggak ya kalau aku pakai merah ini? Mungkin aku ganti biru. Das Dach. Das Dach. Artinya atap atau lonteng. Kemudian ada
Das Fenster. Das Fenster. Jendela. Der Schornstein. Der Schornstein. So, artinya cerobong asap. Cerobong asap. Der Dachboden. Der Dachboden. Dah tadi kan atap, boden itu lantai. Jadi ini adalah ruangan yang ada di bawah loteng. Oke. Ruang loteng. Ada das bade zimmer. Das bade zimmer. Kelihatan ya orang lagi mandi, jadi ini adalah kamar mandi. Oke. Yang ini di toilet, di toilet, ini WC. Jadi kalau yang di toilet atau WC itu biasanya untuk orang tempatnya buang air besar, buang air kecil. Nah, das bade zimmer ini untuk mandi. Kemudian ada das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Schlaf itu tidur, zimmer itu kamar atau room. Jadi das Schlafzimmer adalah ruang tidur. Ruang tidur. Kemudian ada di garasje. Di garasje. Di garasje itu garasi. Hampir sama kayak bahasa Inggris ya ini. Ada das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Itu ruang keluarga. Living room. Oke. Kemudian ada die Küche. Die Küche. Dapur. Der Garten. Der Garten itu kebun. Atau taman. Lalu ke bawah. Kebun atau sama. Der Keller. Der Keller. Ini ruangan yang di bawah tanah. Kalau bahasa Inggris, basement. Aku tulis basement aja ya. Ruang bawah tanah. Biasanya kalau mereka menyimpan barang itu di keller. Kayak sepeda atau barang-barang yang udah nggak kepake. Itu nyimpannya di der Keller. Kemudian ada di Haustür. Di Haustür. Pintu rumah. Pintu rumah. Kemudian kalau misalnya rumah kita bertingkat. Nah, yang paling bawah itu disebutnya Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Itu lantai dasar. Lantai dasar, das Erdgeschoss. Kemudian yang atasnya, lantai satu, der erste Stock. Der erste Stock. Lantai satu. Lantai dua berarti der zweite Stock. Der zweite Stock. Lanjut ke yang selanjutnya.
Das Schlafzimmer. Sekarang kita mau bahas barang apa aja sih yang ada di Schlafzimmer. Tadi Schlaf itu tidur, Zimmer itu room atau kamar. Jadi das Schlafzimmer, kamar tidur. Kamar tidur. Oke, yang pertama yang di paling kanan itu ada der Kleider Schrank. Der Kleider Schrank. Artinya lemari pakaian. Lemari pakaian. Der Kleider Schrank. Kemudian di sebelahnya yang bulat itu der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel artinya kaca atau cermin. Di atas tempat tidur ada das Bild. Das Bild artinya gambar atau picture. Gambar. Di bawahnya ada die Tischlampe. Die Tischlampe. Tisch itu meja. Meja. Kemudian lampe itu lampu. Jadi die Tischlampe itu adalah lampu yang ada di atas meja. Lampu kecil yang untuk ditaruh atas meja. Lampu meja. Der Wecker. Der Wecker. Itu jam Wecker. Aku tulis jam aja ya. Der Wecker. Kemudian ada Das Kopfkissen. Das Kopfkissen. Kopf itu artinya kepala. Kissen itu bantal. Jadi adalah bantal tidur. Bantal yang dipakai untuk tidur. Das Kopfkissen. Kemudian das Bett itu adalah tempat tidur. Das Bett tempat tidur. Kemudian der Boden itu lantai. Der Teppich, sebelahnya der Teppich, ini karpet. Karpet. Der Teppich. Kemudian di sini ada kursi, namanya der Hocker. Der Hocker. Kursi. Tapi dia adalah kursi yang nggak ada sandarannya. Jadi cuma kaki-kaki gitu doang, itu namanya der Hocker. Dengan nanti kursi yang ada sandarannya atau kursi dalam general itu der Stuhl. Der Stuhl. Oke. Oke, sekarang lanjut ke das Wohnzimmer, ruang keluarga, living room. Ada die Lampe lagi, tadi kita udah ketemu die Lampe yang artinya lampu. Das Bücherregal, das Bücherregal itu adalah rak buku. Das Buch. Bawahnya ada das Buch, itu buku. Ke kirinya, der Vorhang, Gordon.
Dan der Vorhang. Das Bild, kita udah ketemu tadi juga gambar. Das Bild. Das Fenster. Di awal tadi waktu kita belajar ruang-ruangan ada das Fenster, jendela. Kemudian ada das Foto. Foto. Di Pflanze. Di Pflanze. Jadi kalau bahasa Jerman Z-nya itu dibaca seperti C, jadi bukan Pflanze tapi di Pflanze. Ini tanaman. Der Laptop. Der Laptop. Laptop sama kayak di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, der Laptop. Kemudian der Fernseher. Der Fernseher. TV. Der Fernseher. Kemudian di sini yang merahnya ada das Sofa sama der Sessel. Das Sofa und der Sessel. Jadi kalau sofa itu adalah yang untuk lebih dari satu orang, sedangkan der Sessel itu cuma untuk satu orang. Duduknya cuma untuk satu orang. Jadi sofa untuk satu orang. Dan sofa untuk lebih dari satu. Das ist bantal. Das Kissen, bantal. Der Tisch, der Tisch, meja. Kemudian ada di Zeitung, jadi EI dibacanya AI. Di Zeitung, di Zeitung, majalah atau koran. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat aja, langsung tanya aja. Das Badezimmer, di kamar mandi, lihat ada barang apa aja. Di Lampen, lampu. Kalau tadi di Lampe, dia tanpa N, itu karena lampunya cuma satu. Kalau sekarang lampunya ada dua, atau plural, ada N-nya, jadi di Lampen. Di Lampen. Der Schrank, der Schrank, mari. Der Spiegel, sama kayak tadi waktu di Schlafzimmer, ada juga der Spiegel, artinya kaca. Dan das Handtuch, das Handtuch, ini handuk untuk tangan. Handuk kecil, handtuch. Das Wash Becken, das Wash Becken, itu tempat untuk kalian cuci tangan. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Wash Becken berarti tempat cuci tangan tuh. Ah, wastafel, kenal. Wastafel. Ya. Das Bidet, das Bidet, ini adalah ya, kalau di sini pakai semprotan, di sana ada juga yang pakai mbak kecil gini buat membersihkan maluan kita, tapi ini das Bidet tuh jarang banget di Jerman. Biasanya mereka cuma punya di toilet, dan nanti nggak pakai air, tapi pakai tisu, das Toilettenpapier. Das Toilettenpapier. Kemudian ada die Seife, sabun. Die Seife, sabun. Ada di Dusche, shower, di Dusche. Kita lanjut, yang ada di dapur, ini lumayan banyak, di Küche, dapur,
pertama ada das, meser. Kalau kita dari bawah dulu aja. Das, meser, pisau. Das, meser. Kemudian ada das, brot, roti. Das, brot. Die Schale, mangkok. Der Löffel, sendok. Die Tasse, cangkir. Oke. Der Tisch ini meja. Kalau udah bahas der Tisch, der Stuhl. Nah, ini tadi kursi yang ada sandarannya. Der Stuhl. Der Stuhl. Ini ada die Ker Schaufel. Untuk ngambil sisa sampah itu. Ikra ya. Ikra. Der Besen itu sapu. Der Besen. Der Tepi, kita tadi udah ketemu, artinya karpet. Kemudian, Der Mülleimer. Ini adalah tempat sampah. Tempat sampah. Jadi, Müll itu sampah, Eimer itu basket atau keranjang. Jadi Mülleimer tempat sampah. Der Herd kompor. Der Kühlschrank kulkas. Oke, kemudian atasnya ada das Kuchentuch. Kita tadi udah tahu tuh itu lap, atau tadi di hand, tuh itu adalah lap untuk tangan. Dan das Kuchentuch itu adalah berarti lap untuk yang dipakai di dapur. Lap. Dapur. Das Geschirr. Itu piring-piring. Die Kuchenschränke, itu ada lemari dapur. Die Pflanze, tanaman. Die Dosen, itu dos atau wadah. Die Flaschen, botol. Die Dunstabzugshaube, itu yang untuk menyedot asap-asap dari asap yang kita masak waktu itu. Nggak tahu aku bahasa Indonesianya apa ya. Die Dunstabzugshaube. Misalnya ada di atas, karena kita jarang ya kalau di Indonesia pakai ini. Mungkin di rumah-rumah yang zaman now mulai ada Dunstabzugshaube gitu. Jadi kalau misalnya banyak asap gitu, pas lagi masak, dinyalain nanti nyedot asapnya. Oke. Okay. Lanjut. Kita lihat video YouTube. Tut. Oke. Okay. Ini dari PPI Jerman videonya mengenalkan tentang kenalin nama aku Fadila Nurhasanah. Teman-teman bisa panggil aku Fadila.
Sebelum aku mulai belajar bahasa Jerman pada hari ini, aku pengen ucapin herzlich willkommen, selamat datang di season baru belajar bahasa Jerman bareng PPI TV Channel. Nah, kalau di season sebelumnya, Kak Natasha sama Kak Ica udah banyak banget ngasih materi tentang grammar dan juga banyaklah pokoknya tentang bahasa Jerman di dalam kelas. Di season kali ini kita bakalan lebih banyak praktek kita mempraktekkan lah ilmu-ilmu yang udah kita dapat dari kakak-kakak sebelumnya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kan kita tuh sekarang lagi ada di dalam masa-masa social distancing. Kalau di Jerman ini ada yang namanya Ausgangsbeschränkung atau pembatasan keluar rumah. Nah, kita tetap dong harus belajar bahasa Jerman. Obwohl wir zu Hause bleiben müssen, müssen wir Deutsch lernen. Nah, belajar apa kita hari ini? Hari ini Fadila bakalan ngajak teman-teman buat kenalan sama kosakata-kosakata yang ada di dalam rumah. Also, wir lernen heute, was es in der Wohnung gibt. Ich zeige euch meine Wohnung und ich hoffe, dass ihr die Sache merken könnt. Okay, komm rein! Also, ihr seht hier Briefkasten. Nah, yang kalian lihat di sini adalah kotak pos. Also, kotak pos itu Briefkasten. Oke. Okay. Kalau di sini kita mau masuk rumah, kan kita lewat pintu. Pintu itu bahasa Jermannya Die Tür. Nah, kalau yang ada tangga ini, itu namanya Die Treppe. Tapi karena aku mager, jadi kita naik ke atasnya, naik lift aja, namanya Aufzug. Oke, welcome, this is my Zimmer. Ini kamarku. Kita masuk aja. So, here is meine Küche. Ini dapurku. Dapur itu di Küche. Nah, di dapur itu di sini aku ada eine Spüle. Es gibt hier eine Spüle. Atau tempat cuci piring. Terus es gibt hier ein Kühlschrank. Ada kulkas. Es gibt hier ein Regal. Atau rak tempat aku nyimpen makanan. Nah, sekarang kita udah selesai di dapur. Undan gehen wir weiter zur Toilette. Kita lanjutin pergi ke dalam toilet. So, wir gehen jetzt zum Badezimmer. So, kalau di kamar mandi ada tempat mandi kan? So, man nennt das die Dusche. Tempat mandi itu namanya die Dusche. Woman duschen kann. Und ihr seht hier auch eine Heizung atau pemanas ruangan. Jadi kalau kita lagi mandi pas musim dingin kita nggak kedinginan. Und ya, es gibt Klo, wie normal. Und ich habe hier ein Waschbecken. Jadi tempat kita cuci tangan, tempat kita Zähne putzen atau sikat gigi itu namanya Waschbecken. Terus biasanya di tempat Waschbecken juga ada Der Spiegel atau cermin. Also damit sind wir fertig mit dem Badezimmer. Und gehen wir jetzt weiter. Wir kommen jetzt zu meinem Esstisch und meinem Arbeitsplatz. Jadi, meja panjang ini nih, aku bagi dua, setengahnya buat Esstisch atau meja makan, setengahnya lagi buat Arbeitsplatz, tempat aku ngerjain sesuatu, tempat aku belajar. So, auf den Tisch liegt hier ein Reiskocher. Rice cooker itu rice kocher. Und ich habe hier paar Snacks, Essen. Und die Soße. Saus itu di Soza. We have here ein kleine Backofen. Jadi kalau kecil itu klein, terus oven itu backofen. Jadi kalau oven kecil itu ya kleine Backofen. And here sit ihr ein Taschentücher. Tücher atau tisu. Terus I have here auch Backpapier. Biasanya kalau kita ngebaken atau ngebaken, kalau kita baken atau kita ngeoven gitu, kita bisa pakai backpapier. Und direkt daneben ist mein Arbeitsplatz. Ich habe hier
dan laptop. Uun di Bücher und auch Buchregal. Laptop itu ya laptop, terus buku-buku itu di Bücher, terus lemari buku, rak buku itu regal, Buchregal. So, wir sind fertig mit meinem Arbeitsplatz und meinem Esstisch. Okay, wir weiter. Nah, sekarang kita ada di tempat aku tidur, und meinen das Bett. Terus di sini aja juga bantal atau kissen. Oh, juga ada selimut atau deka. Und ich habe hier ein Teddy Bear. Atau kalau misalnya bonekanya boneka aja, nggak harus beruang tuh, namanya di Puppe. Und wir gehen weiter zu meinem Kleiderschrank. Wir sind jetzt vor dem Kleiderschrank. Kita sekarang ada di depannya lemari baju. So, man hängt dort normalerweise Hemd und Rock, Jacke und alles was möglich ist. Und ich habe hier auch eine Steckdose, atau colokan itu namanya, Steckdose. Und gibt es hier auch ein Regal, wo ich mein Skincare lege. So, das sind alles in meinem Zimmer. Und ich hoffe, dass ihr die Sachen merken könnt. Okay? Nah, teman-teman, kalau teman-teman... Oke, kita sampai sini aja. Kita balik lagi. Materi. Ya, sekarang kita belajar kalau misalnya ada yang tanya, wo stehen die Dinge? Wo stehen die Dinge? Wo itu di mana? Stehen itu letak, die Dinge itu adalah things, benda. Jadi letaknya di mana sih benda-benda itu? Letak di mana? Barang-barang itu itu pakainya kata tanyanya wo. Wo, di mana? Kalau kita mau ngomong di ruang tidur, di living room, atau di dapur, itu kita pakai preposisi yang namanya in. Letak di dalam, berarti in, di dalam, in. Nah, si in ini akan diikutin klausus datif dalam bahasa Jerman namanya. Apa itu datif? Jadi datif itu di mana nanti artikelnya pada klausus datif di bahasa Jerman itu berubah yang tadinya. Kalau kalian lihat di depan kata benda ada artikel der, das, sama di. Nah, dalam datif ini mereka berubah. Jadi, yang der ini berubah jadi dem. Oke. Okay. Dasnya ini juga berubah jadi dem. Si di dalam datif berubah jadi der. Nah, untuk kata benda yang plural itu selalu diikutin artikel di. Tapi ini yang plural. Itu datifnya jadi bawahnya aja, tulis bawahnya den. Jadi der jadi dem, das dem, di jadi der, kemudian di yang plural jadi dem. Contohnya, wo steht ist der Schrank? Nah. Wo steht atau ist der Schrank ini atau ya. Jadi bisa wo steht di mana letak lemarinya atau di mana lemarinya. Wo steht oder ist der Schrank? Kalau jawabannya der Flur, lantai, der Flur bisa ditulis in dem Flur. In dem Flur. Jadinya in dem bisa disingkat jadi im. Im
floor. Gitu. Floor itu hallway, koridor. Just, but, kalau mau bilang di dalam kamar mandi atau di tempat mandi. In, but. Kalau misalnya dia plural, misalnya, wo sind die Gäste, itu artinya di mana sih guest-nya atau tamu-tamunya. Kalau kita mau bilang guest-nya ada yang di sini, kan di banyak ruang nih, di banyak room. Berarti kita bilangnya in, then, Zimmer. In, then, Zimmer. Karena dia plural. Dari di Zimmer, karena dalam bentuk datif, jadinya in, then. Zimmer. Oke. Coba aku hapus, kita belajar dari kalimatnya di bawah itu. Oke. Der Kühlschrank, kulkasnya, steht im Flur, terletak di koridor. Ini koridor. Der Kühlschrank terletak di koridor. Der Kühlschrank steht im Flur. Nah, flurnya ini kan sebenarnya der Flur, tapi karena dia ketemu dengan in dan diikutin sama datif, jadinya der tadi berubah jadi dem. Im Flur. Kemudian, das Sofa, contoh berikutnya, steht im Wohnzimmer. Sofanya ini terletak di living room. Das Sofa steht im Wohnzimmer. Ya, tadi udah belajar. Wohnzimmer itu artikelnya kan das. Das Wohnzimmer. Tapi karena diikutin datif, das berubah jadi dem. Das Sofa steht im Wohnzimmer. Selanjutnya, TV. Jadi di sini, der Fernseher steht im Schlafzimmer. Der Fernseher steht im Schlafzimmer. Terletak di dalam kamar tidur. TV terletak di dalam kamar tidur. Jadi bukan das Schlafzimmer, tapi in dem Schlafzimmer atau im Schlafzimmer. Lanjut. Wo genau stehen die Dinge? Jadi genau itu tepat, exactly. Jadi tempatnya tuh di mana sih? Kalau kita tadi udah cuma di dalam ruang tidur atau di dalam living room. Nah, sekarang tepatnya ada mau di samping, di bawah, di atas, kita belajar kata-katanya. Neben itu di samping. Di samping. Neben. Aus itu di atas. Ini ya. In itu di dalam. An itu pada. An itu pada. Jadi dia kayak misalnya picture gitu terus terletak di dinding. Nah, itu pakai an. Zwischen itu antara. Zwischen. Antara. Between. Kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian über. Über. Ini juga di atas, tapi dia nggak nempel. Kalau tadi au, dia di atas tapi nempel. Sedangkan uber itu di atas, tapi dia nggak nempel. Vor itu di depan. Vor itu di depan. Kemudian ada hinter, itu di belakang. Belakang, oke lah. Kemudian, unter itu bawah. Unter, bawah. Nah, preposisi ini tuh juga diikutin datif kalau kita nanya di mana. Jadi, pakai wo. Itu jawabannya
preposisi ini plus clausus datif yang kita tadi udah bahas. Contohnya, der Kühlschrank. Ini kenapa I'm right this S? Oke lah. Der Kühlschrank steht im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. Ini artinya kulkas terletak di kamar untuk bekerja di atasnya meja kerja. Ini aku salah tulis nih, harusnya der Computer. Der Computer steht im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. Oke. Okay. Ini ada di Bücher, buku-buku. Steht, enggak pakai e. Der Bücher steht auf dem Regal, terletak di atas rak. Die Bücher steht auf dem Regal. Oke. Okay. Good. Terus kan kita mau belajar ada tipe rumah apa aja sih di Jerman? Wo wohnen die Leute? Di mana orang-orang itu tinggal? Oke. Okay. Yang pertama itu ada rumah apartemen yang letaknya itu di loteng atau misalnya di paling atas. Karena mereka di bawah atap itu bisa ditempatin untuk tempat tinggal gitu. Jadi nggak kosong doang untuk gudang, tapi bisa buat tinggal. Contohnya loft ini. Kelihatan nggak ya pakai hijau? Loft. Ini adalah kamar yang letaknya di paling atas atau di loteng. Kemudian ada yang sebelah kanannya itu di apartemen atau Wohnung. Di Wohnung. Dan yang sebelah kanan ini ada rumah yang berderet-deret. Kalau di sini ya kayak perumahan yang tipenya tuh depannya sama semua gitu kan. Ini Reihenhaus. Reihen, ini N ya. Reihenhaus. Kemudian yang selanjutnya ini ada Altbau. Altbau. Ini sama kayak Wohnung, cuma dia adalah bangunannya udah tua. Jadi bangunannya tuh kayak trepenya atau tangganya itu tuh kayak yang udah tua zaman dulu, terus lebih klasik tuh Altbau. Bangunan tua. Kemudian yang terakhir ini ada Rathaus. Ini adalah rumah yang atapnya pakai jerami. Itu ada di daerah utara Jerman, tapi biasanya di Dorf gitu, udah jarang sih sekarang kalau di kota-kota. Oke, okay. Dan kita mau lihat lagi film tentang rumah di Berlin. Ke bawah lagi. Oke. Thank you. Ich stehe heute vor einem typischen Haus in Berlin. Wir besuchen jetzt Helge. Das ist typisch für einen Hauseingang in Deutschland. Es gibt eine Klingel, viele Klingeln und eine Gegensprechanlage. Ich klingel bei Helge. Das ist der Hausflur. Das ist ein typischer Hausflur von einem Haus in Berlin. Es ist ein Altbauhaus, das heißt, es ist in einem bestimmten alten Stil gebaut, ungefähr 100 Jahre alt, und die Decken sind sehr hoch.
Dieses Haus hat 5 Stockwerke. Ich gehe die Treppe hoch. Gott sei Dank gibt es hier einen Aufzug. Ich hole den Aufzug. Oh, der Aufzug ist schon da. Ich gehe in den Aufzug. Jetzt fahren wir in den 5. Stock. Oh, da ist Helge. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Gut, schön, dass wir dich besuchen dürfen. Ja, kommt gern rein. Okay. Ich gehe in die Wohnung. Ich ziehe meine Schuhe aus. Das macht man in vielen deutschen Wohnungen. Wir sind zu Hause bei Helge. Helge, zeigst du uns die Wohnung? Sehr gerne. Was würdest du denn gerne sehen? Alles. Das kriegen wir hin. Helge, was ist das? Das ist ein Wohnzimmer. Was macht Friederike im Wohnzimmer? Friederike liegt auf der Couch und liest ein Buch über West-Berlin. Hallo. So macht man das also hier. Die ganze Zeit. An diesem Ort gibt es einen großen Esstisch, Kaffee und sehr viel Schokolade. Was ist das für ein Ort, Helge? Das ist ein Esszimmer in der Weihnachtszeit. Ah, jetzt verstehe ich, warum es hier diese ganze Weihnachtsdekoration gibt. Immer schön rot und gold alles. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in der Küche. Und hier isst man Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Oder bereitet es zu. Das ist eine offene Küche. Hier kann man kochen und sitzen und essen. Und auch Freunde haben. Wenn man kocht, können die Freunde dort stehen und gucken, was man so alles schneidet und zubereitet. Zeigt uns etwas typisch Deutsches in der Küche. Friederike, willst du vielleicht was zeigen? Ja, für mich ist es Nutella. Das habe ich das erste Mal in Deutschland gegessen. Das darf bei keinem Frühstück fehlen. Das ist so lecker. Alle Deutschen essen immer nur Nutella. Helge, zeigst du uns deinen Kühlschrank? Sehr gerne. Ich zeig mal, was ich hier drin habe. Also ganz deutsch, das allererste ist natürlich ein bisschen Bier hier. Sehr lecker. Natürlich. Auch bayerisches Bier. Hier, ein schönes Lagerbier, hell. Augustiner, sehr zu empfehlen. Und dann natürlich süßer Senf, ja. Auch unwiderstehlich. Und natürlich aber auch scharfer Senf und Dijon-Senf und schwedischer Senf. Senf ist sehr wichtig in diesem Haushalt. Womit esst ihr Senf oder wozu? Zu allem Möglichen. Zu Tortellini, aber auch zu Würstchen und immer, wenn man nicht auch so richtig... zu Kartoffeln, Helge? Oh ja, guter Punkt. Wir haben natürlich auch Kartoffeln hier. Und sehr deutsch. Ja, lecker, lecker. Und natürlich auch verschiedene Käsesorten. Das mögen wir auch sehr gern. Dieser Kühlschrank ist made in Germany. Was ist das für ein Raum, Helge? Das ist das Gästearbeitszimmer. Aha. Hä, Moment, was ist ein Gästearbeitszimmer? Müssen eure Gäste hier arbeiten? Ja, klar. Nein, Janusz, das Gästearbeitszimmer ist ein Zimmer mit 2 Funktionen. Es ist ein Gästezimmer, aber wenn keine Gäste da sind, ist es ein Arbeitszimmer. Ja, ja, da hast du recht. Das war unsere Episode aus einer Wohnung in Berlin. Wir bedanken uns bei Helge, Friederike und bei Helges Vater, der uns in seiner Abwesenheit in seine Wohnung eingeladen hat. Danke, Helge. Ja, bitte, das richte ich auch gerne aus. Was macht ihr jetzt? Wir gehen jetzt in ein griechisches Restaurant. Griechisches Restaurant? Schwierig auszusprechen. Und ihr könnt... Okay. Lanjut ke film kedua, ini adalah cerita bagaimana dia tinggal di BG atau di Bonn Gemeinschaft.
tempat tinggal orang yang bareng-bareng. Kayak misalnya student itu biasanya tinggalnya di BG, kalau yang di kota. Jadi di satu wonung itu ada beberapa kamar. Nah, mereka tinggal di salah satu kamar itu. Namanya Wohngemeinschaft. In Deutschland leben viele Menschen in einer WG. WG steht für Wohngemeinschaft. Das bedeutet, dass Menschen sich eine Wohnung zusammen teilen, damit sie billiger leben können. Heute zeige ich euch das typische WG-Leben und nehme euch einmal mit. In einer WG hat jeder sein eigenes Schlafzimmer. Manche WGs haben auch ein Wohnzimmer. Wir haben keins. Dafür treffen wir uns aber immer in der Küche und quatschen, kochen und essen zusammen. Es gibt kleinere WGs und größere WGs. Kleinere WGs bestehen zum Beispiel aus 2 Personen. Größere können sogar aus 5, 6, 7 oder 8 Personen bestehen. Wir zum Beispiel bestehen aus 5 Personen. Wir teilen uns ein Gemeinschaftsbad. Manchmal kommt es vor, dass ein Mitbewohner von mir 50 Minuten lang im Bad ist. In einer WG teilt man sich manche Dinge. Zum Beispiel Lebensmittel oder auch Hygieneartikel. Mein Mitbewohner hat meine Zahnpasta leer gemacht. Jetzt muss ich eine neue kaufen gehen. Oh, hier muss aber mal wieder geputzt werden. Manche Menschen leben zusammen, nur weil es billiger ist. Sie verbringen kaum Zeit miteinander. Das nennt man Zweck-WG. Ich habe zum Beispiel 2 Mitbewohner. Und 2 Mitbewohnerinnen. Zum Glück verstehen wir uns alle gut. Wir sind keine Zweck-WG. Es passiert manchmal, dass einer von meinen Mitbewohnern seinen Schlüssel vergisst. Mir ist das zum Beispiel auch schon mal passiert. Manche WGs haben einen Putzplan. Manchmal funktioniert er und manchmal eben nicht. Heute zum Beispiel hat jemand von meinen Mitbewohnern vergessen, den Müll rauszubringen. In Berlin ist es besonders schwer, eine WG zu finden. Manchmal wird nur ein Zimmer frei für ein paar Monate. Das nennt man dann Zwischenmiete. In einer WG hat jeder sein eigenes Kühlschrankfach. Wir schauen uns mal unseren Kühlschrank zusammen an. Das hier ist zum Beispiel mein Kühlschrankfach. Und wie ihr seht, ist es leer. Ich muss mal wieder einkaufen gehen. Es kommt vor, dass es in einer WG keine Spülmaschine gibt. Dann muss vor allen Dingen jeder darauf achten, sein eigenes Geschirr zu spülen. Manche mögen es mehr, manche weniger. Ich liebe Pflanzen. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann frage ich meine Mitbewohner, ob sie meine Pflanzen gießen können. Manchmal kann es ganz schön anstrengend sein, in einer WG zu leben. Das Schöne ist aber, dass man immer jemanden hat, mit dem man reden kann, lachen kann, quatschen kann, essen kann und trinken kann. Manchmal wird man sogar zu einer echten Familie. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, Deutsch zu lernen, dann probiert auf jeden Fall unsere App Seedling aus. Oke, itu tadi jelasan tentang sedikit pengalaman dia tinggal di WG bersama teman-temannya, Wohngemeinschaft. Terakhir, ada yang mau tanya sebelum aku tutup?
Nee? Okay, alles gut. Jadi, kita sudahi hari ini pertemuan Free Learning Jerman bersama saya, Novindi. Kita ketemu lagi besok Jumat di jam yang sama. Dan mach's gut alle. Stay safe. Tschüss. Learning Center.